Wir wollen uns unseren Vergleichsspannungshypothesen auch noch die Kesselgleichungen hinzufügen. In dieser ersten Aufgabe zu dieser Thematik ist ein dünnwandiger zylindrischer Kessel mit Wandstärke T, Radius R und Länge L gegeben. Dieser besteht aus Stahl und wird durch einen Innendruck Pi belastet. Die Frage ist nun, wie groß darf Pi höchstens sein, damit die größte auftretende Normalspannung die zulässige Spannung nicht überschreitet? Wie groß sind dann Änderung von Radius und Länge des Kessels? Und außerdem ist zu bestimmen, welche Vergleichsspannung nach von Mises sich ergibt, wenn eine zusätzliche Belastung mit einer Kraft P von rechts und links laut Skizze besteht. Für die gesamte Rechnung ist die Gestaltänderungsenergiehypothese zu verwenden. Also genau den Fall, zylindrischer Kessel, Wandstärke ist gegeben, Radius ist gegeben. Sie sehen da ein sinnvolles Verhältnis für dünne Wandstärke. 1 cm Wandstärke, 1 Meter Radius, 5 Meter Länge, das ist sicher dünn. Und Innendruck, und die Frage ist, wie groß darf der Innendruck sein, damit die zulässige Spannung nicht überschritten wird. Was brauchen wir alles? Normalspannungen haben wir gesagt. Und wir wissen jetzt vom Würstelkochen, dass die größte Normalspannung die tangentiale sein wird. Also fürs Auslegen werden wir die tangentiale Spannung brauchen. Ich nenne es da Sigma N. Das heißt, hier da drüben auch Sigma N, nur mit Groß N. Innendruck mal Radius durch Wandstärke. Die muss sicher kleiner oder maximal gleich der zulässigen Spannung sein für das Material. Was ist dann mit dem Innendruck? Wenn wir den auf den Innendruck umformen, dann muss der Innendruck kleiner gleich sein. Sigma zulässig mal Wandstärke dividiert durch Radius. Beziehungsweise, wenn man das Sigma zulässig ersetzt durch Sigma B, habe ich es jetzt genannt, Sigma Bruch durch den Sicherheitsfaktor, also die Fließspannung, oder hätten es gescheiter Sigma Yield schreiben sollen, wurscht. Dann haben wir sofort, zulässig ist ja inklusive Sicherheitsfaktor, deswegen Fließspannung durch den Sicherheitsfaktor noch durchdividiert, dann haben wir die zulässige und dann haben wir da insgesamt Sigma B mal T durch R mal Sicherheitsfaktor und damit ergibt sich ein maximal erlaubter Innendruck von 15. Na, ich schreibe einmal 1,5, kommt raus, Newton pro Quadratmillimeter, also Megapascal, und das sind 15 Bar. Bar ist ja 10 hoch 5 und Megapascal ist 10 hoch 6, also sind 1,5 Megapascal, 15 Bar. Also das ist einmal die erste Antwort. Welcher Innendruck darf herrschen? Die zweite Frage ist, wie schaut es mit Radius- und Längenänderung aus? Und hier kommt jetzt das Hooke'sche Gesetz ins Spiel. Wir wenden das Hooke'sche Gesetz einfach sinngemäß an. Also dass das Epsilon in Normalrichtung 1 durch E Sigma in Normalrichtung ist und die Querrichtungen halt. Das kann man ja so verwenden. Das heißt, unser Epsilon normal ist 1 durch E-Modul, Sigma in Normalrichtung minus Nü, Sigma in Längsrichtung. Sigma in Radialrichtung haben wir 0 gesetzt. So wie meistens beim Kessel, wie gesagt. Und das entspricht der Radiusänderung. Das Epsilon in Normalrichtung, Tangentialrichtung entspricht der Änderung des Radiuses des Kessels. Umgeformt auf Delta R ergibt sich also ein R zu E, Sigma N minus Nü Sigma L. Und da setzen Sie alles ein. Sigma N kann man ausdrücken als Pi mal R durch T, Sigma L kann man ausdrücken als Pi mal R durch 2T. Also steht dann da im Endeffekt R durch E
Heben wir gleich noch mehr raus. Pi, hätten wir r Quadrat da machen können draus. Pi mal r durch t. 1 minus nü halbe bleibt dann drinnen stehen, wenn Sie das alles einsetzen. Und dann setzen Sie die Zahlenwerte ein und kriegen für die Radiusänderung 0,61 mm raus. Ja, das ist einmal das Erste. Und die Längenänderung sinngemäß in die andere Richtung, mit dem Epsilon L in Längsrichtung. Also 1 durch E, jetzt Sigma L minus Nü Sigma N ist dann dem, was wir oben gemacht haben, zufolge Delta L zu L. Und damit ist unser Delta L L zu E Pi mal R durch T 1/2 minus Nü, drehen Sie jetzt um die beiden und ausgerechneterweise 0,714 mm. Ja. Und dann, damit wir auch noch die Vergleichsspannungen reinbringen, und dann haben wir alles in einem Beispiel gehabt, ist noch gefragt, na, was passiert, wenn man jetzt zusätzlich hier rechts und links eine Kraft P noch aufbringt. Dann ändern sich natürlich die Spannungen und dann kann man sie anschauen, wenn man die von Mises Vergleichsspannung ausrechnet, ist immer noch zulässige Spannung unterschritten oder eben nicht. Die Vergleichsspannung bei Zusatzbelastung ist es. Die Normalspannung ändert sich ja nicht. Normalspannung bleibt, weil die Kraft nur in Längsrichtung wirkt. Das heißt, Sigma N ist nach wie vor Pi mal R durch T, ist 150 Megapascal. Die Längsspannung ist Sigma L, ist die Kesselgleichung für die Längsspannung, Pi mal R durch 2T, abzüglich des, was die Kraft auf die Fläche ausübt, die Spannung, die daraus entsteht, nämlich P mal 2Rpi mal T. Ja? Das sind dann 65 Megapascal. Und damit ist die Vergleichsspannung nach Mises in Hauptnormalspannungsform, weil das sind die Hauptnormalspannungen, die Kesselspannungen, Sigma N Quadrat plus Sigma L Quadrat minus Sigma N Sigma L. Gibt es keine Schubspannung, fällt natürlich weg aus der Formel. Und das sind dann 130,3 Megapascal. Das ist immer noch kleiner als Sigma zulässig. Passt. Aber andererseits auch klar, wenn der Innendruck in die andere Richtung wirkt wie die Kraft, die man ausübt, dann ist sowieso kleiner geworden die Belastung.